Moin, herzlich willkommen zurück. Wir sind hier jetzt am Dienstag und wir sitzen wieder in der Cessna 172 und machen nochmal das Tutorial mit dem Instrumentenlandesystem mit dem Anflug auf Seattle. Und ich behalte dabei gleichzeitig auch mal meinen Rechner im Auge, weil der macht hier schon wieder Renderprobleme. Mal gucken, ob ich das hier irgendwie nochmal gebacken kriege. Auf jeden Fall befinden wir uns im Gegenflug auf die Landebahn 34R in Seattle Tacoma. Ja, ich sehe die Landebahn auf meiner rechten Seite. Danke. Sehr bald wieder uns die Flugverkehrskontrolle. Wir haben also den Kurs ja schon mal mitgemacht am Sonntag, aber die Hardware machte mir da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Das war also teilweise sehr, sehr ruckelig. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Der Rechner ist jetzt natürlich einmal neu gestartet seitdem. Wir fliegen auf jeden Fall erstmal geradeaus weiter. Steuerkurs 160. Hatten Sie eine Höhe von 5000 Fuß Vektoren? Okay, 160. 5000 Fuß. Ja, Höhenmesser und Steuerkurs. Ja, ey, das geht gar nicht. Dass man dann nicht wieder zurückspringt. Finde ich. Ja, schön, dass mich dieses Tutorial darauf hinweist, wo ich hingucken soll. Aber wenn ich mitten im Flug bin, dann muss ich ja auch die Möglichkeit haben, dass ich dann, und der reißt mir den Blick weg, dann muss er mir den Blick auch wieder herstellen, wie er vorher war. Hallo. Hallo. Zu tief. Oh Mann, ey. Oh. Natürlich Bullshit, was ich hier mache. Auf 5000 Fuß. Ja, 160 Grad.
So, jetzt muss ich gleich in den Queranflug gehen. Dann muss ich runter auf 3000. Also auf Kurs 070 und 3000 Fuß. Wenn Sie an dieser Stelle auf Ihr CDI blicken, sollten Sie zwei Linien sehen. Ja, wenn wir uns auf den Kurs... ja, das weiß ich auch alles. 070. Kurs um 3000 Fuß. Das machen wir ja alles. Steuerkurs 010 und 2200 Fuß. Ja, ich weiß. Ja, ich fahre die Landeklappen hier gleich aus.
So. Läuft auf jeden Fall schon. Wäre ja nichts beschreien, aber. Pendelt ein bisschen, weil ich so langsam bin. Ja, das, da kann man doch mit leben, oder? Approach Accuracy 89%, Landing Performance 92. Das finde ich gut, da kann ich mit leben. Gut, heute ein bisschen kürzer, weil wir den Vorspann weggelassen haben und das Laden und so. 13 Minuten irgendwie jetzt hier der Flug. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage Friesenium 13. Ansonsten, Donnerstag gibt es die nächste Folge hier vom Let's Fly Explain. Mal gucken, was wir dann machen. Vielleicht suche ich mir ja mal raus, dass ich von irgendeinem Flughafen oder Flugplatz zu einem anderen fliege. Hier die Tutorials sind ja soweit zu Ende. Und ja, ich verabschiede mich bei euch und sage ciao.